Die ersten drei Gewinner bei Marbles gewinnen Steam Key. Ein Treffen mit Ed. Willst du das antun? So, liebe Spieler, willkommen zum Early Access von Orbital Bullet. Sie spielen eine frühe Version des Spiels, die noch Änderungen unterliegt. Sollten Sie auf Schwierigkeiten oder Bugs stoßen, können Sie sich gerne über Discord oder den Steam Hub mit uns in Verbindung setzen. Vielen Dank und viel Spaß. An dieser Stelle, sehr nettes Team übrigens. Kleines Indie-Team, aber absolut nett und freundlich. Ja, die Musik ist der Hammer. Das wirst du sehen, das ist jetzt nur jetzt das bisschen. Aber warte mal ab, da geht richtig ab. Das geht richtig ab. Und das wird richtig geil. Passt auf. Auf geht's. Ich spiele das Ganze übrigens mit Controller. Und nochmal eine Info vorab. Nächste Woche. Nächste Woche gibt es ein Upgrade. Ich warte noch auf gewisse Teile dafür. Ich kann es euch ja schon mal zeigen. Alter. Ne? Neue Kamera. Das heißt, das wird richtig geil. Neue Kamera, neue Webcam quasi, mehr oder weniger. Also eigentlich nicht eine Webcam, aber das wird richtig übel. Der will vloggen. Nein, ich will nicht vloggen. Nein, vloggen will ich nicht. Aber das wird halt meine Webcam. Na, dann seht ihr mich noch ein bisschen besser. Alles schärfer, alles geiler und ja. Wie gesagt, das Ganze natürlich auch dann nur mit richtiger Ausleuchtung. Da warte ich halt, wie gesagt, nur auf die Leuchten und die Stative. Die sind noch nicht angekommen. Aber halt, Kamera und der Akku. Weil er es anders nicht kann, spielt er mit Gamepad. Ich kann auch mit Tastatur, aber mit Gamepad ist besser. Schärfer okay, aber geiler, nein, ich weiß nicht. Milfcam. Ja, apropos Milfcam. Ich habe mir überlegt, ich werde die zweite Webcam, die ihr jetzt seht, vielleicht benutzen, um irgendwie eine Hundecam einzurichten oder sowas, dass ihr den Hund beim Schlafen zusehen könnt, wenn er da liegt und so weiter. Vielleicht ist das eine nette Idee. So. Spiel starten. Wie ihr seht, ich habe gestern ein bisschen gezockt. Anzahl Durchläufe 7. 7 Mal probiert. Genau, Max Schlafsimulator. 7 Mal probiert. Den ersten Boss habe ich, glaube ich, 2 Mal geschafft. Und dann bin ich immer irgendwie verreckt. Wie gesagt, ihr werdet es gleich sehen. So. Neues Spiel. Wir fangen von ganz von vorne an. Darf man ihm zuschauen bei so einem Film? Ja. So, 7 Mal verkackt. Nein, warum ist denn das so dunkel jetzt? Waffe ausrüsten. Keine Sorge, es wird gleich heller. Also eigentlich sollte es ja heller werden. Ah! So. Springen, ne? Ist klar, Tutorial. Ist irgendwie ein bisschen lauter Sound, oder? Machen wir ein bisschen leiser. Moment. Sound ist mir gerade ein bisschen zu laut. Er hat auf volle Pulle wieder hochgedreht. Ja, das ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen zu leise. Mal gucken. So, okay. Ausweichen. Und dann noch in einen retro gehaltenen Stil. Ja, genau. Ist so ein bisschen retro. Aber ist cool. Was ab, das Gegner ja. Wenn wir schießen können, geht's richtig ab. Wie gesagt, das ist jetzt hier. Okay, das ist mir zu leise. Schon besser. Wie gesagt, es ist noch. Das ist natürlich jetzt hier nur noch. Das ist das Intro-Level sozusagen, damit wir die Steuerung kennenlernen. Genau. Aber sowas von. Kann ich. Das werdet ihr dann sehen. Wir haben auch nur begrenzt Munition. Da geht es nämlich schon los. Keine Munition. Neue Waffe. Keine Munition. No Ammo. Ja, super. Wie komme ich denn jetzt weiter? Ist auch geil. Wie komme ich jetzt weiter? Ey, was ist los hier? Waffe wechseln, LT. Ah! Ich musste Waffe wechseln. Wie gesagt, das ist jetzt noch Pillepalle. Upgrades kommen auch noch. Also das wird richtig interessant. Wie gesagt, das ist jetzt alles noch Billo. Oh, Karte freigeschaltet. Gucken wir mal.
Ihr seht, es gibt mehrere Ringe, mehrere Ebenen, mehrere Welten. Ja, da kann sogar. Ja, pass auf, das ist ja noch. Wie gesagt, ey, du kannst sogar im Kreis schießen. Kompletto. So, jetzt geht's los. Ihr seht, ich habe auch nur begrenzt Leben. Komm. So, sehr gut. Okay. Wie gesagt, es ist auf Retro. Jetzt geht's los mit der richtigen Mucke. Oh, oh. Wie gesagt, noch alles Billo. Aber es kommen noch coolere Waffen. Ich habe selbst noch nicht alles gesehen. Au, 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 au. Wie gesagt, wir haben nur ein Leben. Wenn tot, dann wieder zurück zum Anfang. Mann, Mann, Mann. Geht schon gut los. Ich muss erst warm werden. Gleich verkackt da. Wart's mal ab. So, wir können uns neue Perks kaufen. Kosten 20. Kosten 20. Haben wir natürlich nicht. War ja klar. Warum auch? Was nehmen wir denn mal? Granatenhagel, Laserstiefel, Fleischkanone oder explosive Resistenz? Ich nehme mal das mit dem Schaden. Okay, weiter geht's. Muss auch ein bisschen aufpassen. Weil wegen, dann schon komme ich nicht ran. War klar. Was denn? So, alles gut. Die Hunde sind übrigens eine ganz miese Nummer. Du musst immer von hinten drauf springen. So, zack. Okay, den haben wir auch. Ja, das ist noch alles Billo-Kram hier. Das ist. Der Schwierigkeitsgrad wird anziehen. Autsch. Pistole. Ja, ist klar. Es geht schon wieder los, ne? Es ist soweit. Ah, shit, jetzt habe ich diese blöde Bumerang-Geschichte. Die taugt nämlich nicht wirklich was, also für meinen Geschmack nicht. So, einen zweiten Skillbaum können wir uns auch auswählen. Dreifachsprung ist eine super Sache. Nehme ich auch den Skillbaum. Ich will unbedingt einen Dreifachsprung, den brauchen wir. Einen Skillpunkt haben wir. Okay, kann ich noch nicht. Dafür muss ich den Laserstiefel aktivieren. Schnelle Finger habe ich auch. So, den haben wir. Auf geht's, nächstes Level. Das soll ja nicht dein Geschmack sein, sondern unser. Ah, shit, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, ne? Ey, diese Kanone. Wow. Alter, ich verkack wirklich schon wieder. Aber ich muss. Wow. Übrigens, wenn wir das hier in der Zeit schaffen, kann ich eine Kiste öffnen. Aber. Ach so. So, wir können uns zumindest mal was holen.
Geldmaschine erhöht die Chance, Credit zu finden. Erhöht die Chance, Gegner bei einem Treffer zu betäuben. Ich glaube, das ist besser. Upgraden. Ein Skillpunkt. Dreifachsprung mit ihm, auf jeden Fall. Ja, gleich mal mitten rein hier ins Gemetzel. Das nächste Level ist dann übrigens ganz cool. Das Dschungel-Level. Scheiße, keine Ammo. Keine Munition. Verdammt. Wop. Boah, Alter, dieses scheiß Typen hier. Schwer zu treffen hier, ey. Ja, Schrotflinte, bitte. Meine Güte. 42 Leben, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Eieieiei. Halt. Ähm, 31 Punkte. Perk Geldmaschine nehme ich mit. Okay, hoch geht's. Hab nicht die richtigen Waffen. Ah! Sind nicht meine bevorzugten Waffen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag den Granatwerfer ganz gerne. Okay, ich glaube, jetzt geht's zum Boss. Bossraum. Alter, mit 16 Leben. Mit 16 Leben. Kriegen wir es erstmal auf die Fresse. Yippie-yay-yay. Nee, ganz so schnell auch nicht. Ja, verdammt. Wieder, das ist das Problem. Ne? Aber wir werden jetzt mächtiger. Das ist schon mal gut. Einmal tot, gleich mächtiger. Können wir nämlich zusätzliche Sachen noch aktivieren. Ja, ich glaube, ich nehme den Medi-Rucksack mit. 20. Verdammt. 3 Stück fehlen uns. Ich muss sagen, das Lied, das jetzt läuft, erinnert an Plug Inc. Okay. Waffenschrank öffnen. So, wie gesagt, es gibt eine Menge Waffen. Maschinenpistole ist nett. Der Granatwerfer ist geil. Kann ich aber nichts, weil ich keine Teile habe. Plug Inc. Ja, es sagt mir was. Da können wir noch nicht. So, nächster Anlauf. Mit der scheiß Billo-Waffe hier echt. Boah, Alter, ey. Boah. Meine Güte. Ah! Meine Güte, sage ich nur. Das fängt schon scheiße an.
So, die auf jeden Fall mitnehmen. Plug wäre was mit Ad-Virus. Seit wann bin ich denn ein Virus? Habe ich euch infiziert? Ich hoffe nur mit guter Unterhaltung. Der harmloseste Virus, okay. Okay, der war... Bisschen Muni sparen. Rock, sehr gut. Na komm. Ja, ja, klar, springst auf mich drauf, ey. Mieser kleine Ratte. 13 Lebenspunkte, 20. Panzerbrechende Munition. Ihr seht, es ist immer was anderes dabei. Lebenspunkte. Es ist immer was anderes dabei. Ja. Alter. Endlich mal eine amtliche Waffe, ey. Maschinenpistole ist schon nicht schlecht. Komm. Damit zerlegen wir sie ganz gut. Neuen Skillbomb wählen. Laserstiefel. Kettenblitze. Verbesserter Patronenschaden. Das ist nicht schlecht. Granatenhagel. Nehmen das mit. Weil es negative Reaktionen. Es geht ja um genau das, was Verkundung macht. Ganze Welt infizieren lässt sich ausradieren. Also viele negative Reaktionen. Ja, könnte schon durchaus kritisch gesehen werden. Definitiv. Ja, ne, das ist es ja. Manch einer kann es halt nicht so gut und deswegen... Waffenfragment. Geil. Verdammt, wenn wir es schaffen, die Gegner hier rechtzeitig zu killen, können wir eine extra Waffenkiste öffnen, aber natürlich schaffen wir das nicht. Wie soll es ja auch anders sein, ne? Wenn ich nicht gleich auf eure Nachricht auf eure Chat-Nachricht mit eingehen kann, tut mir das leid. Aber ihr müsst ein bisschen aufpassen. Meine Fresse. Boah. Diese Hunde sind echt mies. Oh, hier noch irgendwas? Sieht gut aus da. Also da hoch. Ich mag das Design, dass man so in Kreisen rumrennt. Oh, jetzt wird's hier hässlich. Wie gesagt, es wird... Komm schon. Ja, es ist ein bisschen sarkastisch dann halt, ne? Das ist schon richtig irgendwo. So, springen wir den Huni mal auf den Kopf. Ist schon ein bisschen sarkastisch dann. So, weiter zum nächsten.
Hallo Lars 2. Oder auch Lukas. Bumerang-Bola. Igittigit. Gehärtete Munition erhöht den Schaden, den deine Waffen und Fähigkeiten verursachten. Ja, bitte. Ein Perk-Punkt. Ach, das ist ja echt. Fleischkanone, schnelle Finger, Herz-OP. Ja, komm. Mehr Leben. Immer gut. Aua. So, Zylinderwechsel. Gehen wir mal. Ah. Furchtbar. Ich habe auch nicht so viel Muni, fällt mir gerade mal auf. Sagte er und verballerte alles. Geht. Geht. Noch sind sie zahm. Noch sind sie zahm. Wow. Oh, den haben wir perfekt bekommen. 65 Leben. Ah, Mann, 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 Mann. Okay, den haben wir. Alter, wieder einfach mal hier durch. Wascht. Okay, den haben wir. Das kommt noch, ja. Ach, ihr seid wieder so lieb zu mir heute. Dabei ist das heute alles unter erschwerten Bedingungen. Oh, da ist doch ein Perk. Ist doch irgendwas. Den habe ich gerade so gesehen, ne? Wie gesagt, heute alles unter... Da ist doch auch irgendwas drin, oder? Ja, danke. Na, das ändern wir aber gleich mal, denn der Fistonator ist ja jetzt da. Da ist es schon wieder. Soweit. Boah, ja. Eben hier. Diese Scheißtypen. Meine Fresse. Gut so. Ja, dass dir das gefällt, war klar, Colonel Hogan. Ich habe nichts anderes erwartet. Das war ja so klar. So, sparen wir uns mal die Muni. Komm. So, teleportieren. Bossraum. Okay, wir haben 68 Leben. Nicht sehr viel Munition. 80 davon. Warte mal, Moment. Ich guck mal, ob wir uns noch was kaufen können. Bumerang-Bola. Du stehst doch drauf, Ed, wenn wir dich... Ja, absolut. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Immer rauf hier, immer ran hier. Erhöhter 50%. Was machen wir denn? 10% der Lebenspunkte als zusätzlichen Schaden. Ich nehme mal mit. Das gibt ihnen den Kick, genau. Ich stehe auf dem Kick. Ich brauche Kicks. Absolut. Ich brauche die Kicks. Halt. So, okay. Drück die Daumen. Ich weiß, das tut er nicht, aber macht nichts, was dir hilft. Ihr seid so nett. Easy. Noch. Ah, scheiße. Oh, ich hab doch einen Medikit gerufen. Alter, ich drücke RB und passiert nichts. Komm. Hau da doch rein. Endlich. Scheiße. Komm schon. Oh.
Den Kick kriegst du naja bei Home im Hunter Simulator und um uns bei Laune zu halten. Das dachte ich mir. Und mit der neuen Cam kann man die Parasiten noch. Alter! Explosive Maschinenpistole. Manchmal wünsche ich mir die auch, ganz ehrlich. Kann man in. Ja. Da kam er ja. Schade, er hat's geschafft. Ey, ihr seid so lieb zu mir. Granatwerfer. Ja, bitte. Den nehme ich gerne. Na, ist ja überragend, was wir an Heilung bekommen haben. Okay, nächstes Level. Der Dschungelplanet. Immer liebevoll in... Ja... Neue Gegner, neue Taktiken. Jetzt werde ich hässlich, jetzt schmeiße ich mit Granaten um mich. Die mal treffen würden, das ist echt... Immer mit in die Fresse rein, genau. Kackpraktiken. Endlich. So, wer ist hier, ne? Oh, da ist ein Perk, den müssen wir uns auf jeden Fall holen. Lebensraub, ja, 5% Chance. Naja, immerhin. Besser als nix. Ich mag die Mucke total. Ich finde sie Hammer. So, wir wechseln auf den Granatwerfer, der noch ein bisschen schwächlich ist. Wie sie hier rumhoppeln. Also, wenn du keine flinken Finger hast, hast du ein Problem. Granaten, die nicht treffen. Ja, ist schwierig. Mit deinem Granatwerfer ist schwierig. Das ist ja auch die Billow-Waffe, die Anfangsmodifikation. Da geht noch mehr. Dreifach Granatwerfer und so weiter. Also, da geht noch was. Jetzt haben wir ein Problem. Gutes Training für die Finger. Letztlich profitiert die Frau. Granate. Nein! Ich brauche Munition, Leute. Ach, Leben, okay. Echt gerade. Ah, getroffen. Sehr gut. Ah, super, super. Ich habe nichts zum Schießen, richtig? Also keine Munition. Also wenn da diese kleinen Dinger kommen, verkacke ich. Und ich habe kein Leben gerade. Na. Die hast du ja auch nicht, im Gegensatz zu uns. Die sind die flink, aber wo? Er killt sich selbst, wenn die anderen es nicht schaffen. Ed ist sich selbst der beste Feind. Du wirst es kaum glauben. Das kann wirklich passieren. Du kannst dich wirklich mit den Granaten und so weiter in die Luft jagen. Oder mit dem Raketenwerfer. Es kommen so abgefahrene, geile Waffen noch später. Geldmaschine. Zahle 50 Credits und das Scharfschützengewehr. Ist leider nicht so gut, wie es klingt. Reichweite kurz. Schadentyp Patronen. Haben wir die? Erstmal upgraden. Ein Skillpunkt. Wow, der haut uns natürlich um. Schnelle Finger. Patzerbrechende Munition. Ich nehme den schnellen Finger mit. Kommt nachher die Milfkanone? Nee, nicht ganz. Geldmaschine, Schrotflinte, die ist... Ich würde ja schon ganz... Ja, keine Munition. Ah! Ich will...
Ach komm. Okay, wir haben die jetzt mitgenommen, das ist okay.